Der Award in der Kategorie 360 Grad Lernwelt geht an Steffen Schuster von EduCube und Josef Kählin vom Bildungszentrum Limmatal, Schweiz. Eine 360-Grad-Welt erschien mir im ersten Moment als überflüssige Spielerei. Aber dann hat mich das... Was braucht man das? Man kann doch in der richtigen Welt auch was anfassen. Ja, aber wenn die richtige Welt, die man braucht, weit weg ist, eben nicht. Und sein Beispiel hat mir sehr eingeleuchtet von Studenten in Zürich, die Logistik lernen und mal sehen müssen, wie ein Überseehafen funktioniert. Am Limmat gibt es den nicht, am Zürichsee auch nicht so richtig, in Hamburg schon, das ist aber weit weg. Und auch wenn man da rumfährt, ist man dann immer nur da, wo man gerade ist, aber man hat nicht so richtig den Überblick gleichzeitig. Also haben sie den Hamburger Hafen abgefilmt von allen möglichen Seiten, eine virtuelle Landschaft erstellt, ein Panorama, und das dann eben auch noch angereichert mit Informationen und Aufgaben, sodass die sich einfach nur mit ihrem Tablet im Hamburger Hafen bewegen können, müssen da gucken, dass sie sich nicht gegenseitig runterhauen. Aber, und dann sehen die gleichzeitig auch noch Aufgaben und Informationen, mit denen diese Welt, die sehr plastisch ist, angereichert ist. Das ist die einleuchtendste Erfindung in dem Zusammenhang, die mir in den letzten Jahren begegnet ist. Und dafür gibt es eine lange Laudatio, ich gebe es ja zu, und den E-Learning Award. Ja, auch hier haben wir die Gelegenheit, so ein klein bisschen hinter den Kulissen zu schauen, die Zusammenhänge zu erkennen. Sie sind vom Bildungszentrum Limmatal. Ja. Das ist in der Schweiz. Ja. Was ist genau eure Aufgabe im Bildungszentrum? Wir bilden Logistiker aus und wir bilden Maschinenbauer. Das sind die zwei Hauptfelder, die wir lernen. Und zwar von der EBA, das ist eine Testausbildung, 2 Jahre bis zur höheren Fachschule. Ist das das, was wir bei uns in Deutschland Berufsschule nennen? Genau, ja. Gut. Also Berufsschule bei uns, wir sind auch ein ausbildender Betrieb, ist halt immer, man geht in die Berufsschule und mit E-Learning hat man da wenig zu tun. Wie ist das bei euch? Ist schon lange der Einsatz von digitalen Medien in eurem Bildungszentrum oder in der Bildungslandschaft der Berufsschulen integriert? Digitalisierung und Bildung, das wird ja sehr stark jetzt gefördert auf allen Seiten. Und wir sind seit 2014, haben wir Bring Your Own Device. Also wir sind da schon ziemlich früh auf diesen Zug aufgesprungen. Wir haben es ja hier mit dem Stakeholder Lehrer zu tun. Das halt, was hier auf der Didakta ja am weitesten verbreitet ist. Das heißt, der Lehrer ist ja sehr vielen verpflichtet, in seinem Umfeld alles richtig zu machen, seinen digitalen Mehrwert zu erzielen. Wie seid ihr mit dem Stakeholder Lehrer umgegangen? Wie einfach ist es halt, die Lerner als Lehrer erstmal mitzunehmen und solche Lernangebote durch den Lehrer verbreiten zu lassen? Okay, da haben wir auf Freiwilligkeit gesetzt. Das heißt, wir haben immer so, als wir auch schon Bring Your Own Device eingeführt haben, haben wir gesagt, wer hat Interesse, wer möchte mitmachen. Und das war auf ein gutes Echo gestoßen und sind sehr viele Lehrpersonen mit aufgesprungen. Und da haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Okay, meine nächste Frage geht an EduCube. Was war jetzt konkret Ihre Aufgabe in diesem Projekt? Also erstmal haben wir darauf geachtet, dass wir nicht nur eine Software anbieten, die wir dann verkaufen, sondern wir haben über 2 Jahre das Bildungszentrum auch mit der Frage konfrontiert, wie diese Software pädagogisch integriert wird in das Konzept. Und man muss dazu sagen, auch das Bildungszentrum hat in diesen 2 Jahren ein pädagogisches Gesamtkonzept erstellt, was auch auf Selbststeuerung basiert. Und wir haben dann gemeinsam die Lehrerfortbildung gemacht, Ideen entwickelt, wie kann selbstgesteuertes Lernen dann mit Digitalisierung zusammenkommen. Und eben eins der Beispiele war dann, dass wir diese 360-Grad-Welten geschaffen haben, um neue Methoden sozusagen in die Schule zu integrieren. Diese Software besteht ja in einer App. Diese App hat unter anderem halt... Wie mein Kollege schon gesagt hat, hat ja Kamera- und Bewegungssensoren. Was ist genau die Funktion, die ich damit nutzen kann? Naja, also digitale Techniken machen den Unterricht nicht unbedingt besser, aber es sind halt spannende Momente, wie ich Teilinhalte vermitteln kann.
Das heißt, die App weiß im Moment, wo ich mich im Raum befinde. Ich kann interagieren mit Objekten im Raum, weil ich direkt aus der Anwendung raus auf die Kamera zusteuern kann. Ich kann 360 Grad virtuelle Welten in das Schulhaus holen. Und da ist wieder der Methodenmix, der digitale, der sozusagen die Spannung reinbringt. Ja, wenn ich Fachleute im deutschsprachigen Raum frage, Zielgruppe Hochschule, wie sollte man E-Learning ansetzen, dann sagen die meisten, ja, da musst du Gamification einsetzen, du musst halt Spielregelemente haben. Habt ihr das auch gemacht? Das haben wir auch gemacht. Ja, ich sage immer, Digitalisierung reicht nicht aus, wenn man einfach ein PDF in PC stellt, sondern braucht es viel mehr. Und wie bereits gesagt wurde, ein pädagogisches Konzept im Hintergrund und auch Vertrauen haben zu den Lernern, dass sie für ihr Lernen selber Verantwortung übernehmen können. Ja, jetzt noch eine Frage, die sich ja auch Unternehmen immer stellen müssen. Die müssen ja unheimlich praxisorientiert und ergebnisorientiert vorgehen. Wie könnt ihr mitbekommen, dass ein Lerntransfer stattgefunden hat? Das ist, weil wir die Prüfungsformen verändert haben. Es gibt einfach nicht eine schriftliche Prüfung, sondern die Lernenden stellen Kompetenznachweise. Wir führen Fachgespräche mit den Lernenden face-to-face. Und das zeigt sich sehr gut, dass da wirklich Wissen angehäuft und auch Kompetenzen erarbeitet werden. Schönes Schlusswort. Ein Applaus für unseren Preisträger aus der Schweiz. Und ich glaube, ihr kommt aus Hamburg.